Hallöchen zusammen und willkommen in dieser Winterwelt, die wir hier vor uns haben. Wir sind in der letzten Folge hier angekommen und diesmal werden wir, ja, sag ich mal, richtig ankommen. Wir sind ja jetzt nur gelandet. Ankommen tun wir jetzt. Spyro, Ripto ist auf freiem Fuß und hat uns aus der Burg verbannt. Noch schlimmer, er hat unseren neuen Energiekristall für das Superportal gestohlen. Oh je, da müssen wir was tun. Ja, und das kann ja auch nur eine Weile dauern. Denn wir müssen ja noch ein paar Welten vermutlich besuchen. Ich wollte mal gerade gucken. Wir hatten ja irgendwie Talismänner. Drei Stück haben wir jetzt, habe ich jetzt gerade gezählt. 4, 5, 6 Stück. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Okay. Da waren die... Hoppala. Bleiben bitte. Da waren die 14 Talismänner, weil hier brauchen wir gar keine mehr, weil wir sind quasi in der letzten Welt, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, hier müssen wir aus anderen Gründen vermutlich Welten besuchen. Weil ich schätze mal, dass es schon noch welche gibt, oder? Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein wenig, Schätze einsammeln. Denn wir haben den guten Geldsack ja da drüben auch schon gesehen gerade. Nicht wahr, lieber Geldsack? Der hat bestimmt auch wieder... Hupala. Ein wenig was wegnehmen will. Ach, hier haben wir wieder so ein Teil hier, was wir kaputt machen müssen. Was wir noch nicht gelernt haben. Vielleicht bringt uns Geldsack ja das bei. So, genau, hier geht's dann noch runter. Ich habe jetzt beim ersten Scan mal noch kein Tor irgendwie gesehen. Das hier sieht doch fast aus, als wäre da drin etwas. Ja, genau, hier haben wir auch schon ein Tor und Geld, sagt er wieder, Geld haben will. So weit, so gut. Da oben ist eine Kugel. Naja, schauen wir mal, wie viel er will. Noch ein letztes Rennstreckenabenteuer, Spyro. Ist gar nicht mal so teuer. Ja, 200 können wir uns leisten. So gerade. Eine weise Entscheidung. Ein schneller Drache wie du hat das Geld sicher im Nu wieder drin. Ja, davon gehe ich auch aus. So, also die Schluchtenstrecke hätten wir hier. Möchte jetzt aber eigentlich noch nicht hingehen. Sondern wir schauen erstmal... Ach ja, hier ist auch noch... Ach Quatsch, ja. Ich habe kein Tor gesehen. Hier steht eins. Ich bin eben schon direkt davor gewesen. Der Zaubersumpf. Schauen wir aber erstmal, was er hier uns zu bieten hat. Weil diese Steine hier werden wir wahrscheinlich auch zerstören können mit dem, was er uns hoffentlich gleich beibringt. Tja, Spyro. Die Sache ist so. Ich kann dir nur noch eins beibringen. Und wie alles, was etwas wert ist, wird es nicht billig. Na, keine Überraschung. 1000. Ja, ja, gut. Der Kopfstoß-Move ist echt ganz einfach. Du musst nur springen und dann Aktion drücken. Aktion also. Naja, gut. Ach so, springen, Aktion. Zack, und schon geht auch die Tür hier auf. Und ihr seht schon, wie uns das hilft, die noch nicht abgeschlossenen Welten zu beenden. Haha, sehr schön. Denn genau das ist ja das, was wir brauchen, um so manche Herausforderung zu meistern. Wir haben einmal diese Truhe hier, die wir öffnen müssen. So eine haben wir bei den Nilpferden auch schon stehen lassen müssen. Ne. Lass uns gerade mal gucken. Genau, einmal in der schattigen Oase. Und bei den zerbrochenen Hügeln gab es das genauso, ne? Bleiben bitte. Ich drücke immer falsch irgendwie. Ich komme irgendwie immer durcheinander mit den Knöpfen. Ja, wir gehen erstmal hier nochmal eine Runde suchen. Was wir hier so kriegen. Ach, guck mal an. Ein bisschen Eislaufen. Zack, genau, und dann können wir uns ja mal auf in die alten Welten begeben. Nun, es ist ein kleiner Trost, dass du so viele Kugeln gesammelt hast. Mein Hochleistungsportal bringt dich zu den Wolkentempeln. Ah, hier hätten wir also Kugeln gebraucht.
Sehr schön, davon haben wir aber zum Glück auch recht viele. Wir steuern ja auf die 120% zu, so wie im ersten Teil. So. Ja, und hier gehen wir dann das nächste Mal. Das heißt das nächste Mal. Quatsch, so weit sind wir doch noch nicht in der Folge. Aber dann ein andermal durch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die herbstliche Heimat. Weil wir hatten, ich muss schon wieder schauen, im Sommerwald hatten wir alles, genau. Ja, dann können wir ja doch von hier aus einfach reisen, oder? Da ist auch noch eine Kugel, die wir nicht haben. Also hier weiß ich, dass es um eine Kugel ging. Und hier war es, glaube ich, auch so, ne, dass wir eine Herausforderung nicht machen konnten, wenn wir das nicht können. Ja, versuchen wir das erstmal. Ich habe jetzt gerade Lust auf die Nilpferde. Bevor wir uns hier wieder neue Sachen stürzen, möchte ich gerne die 100% voll machen. Ich habe sowieso mal ein Problem mit Sachen abschließen. Das habe ich durch meine Karriere hier auf YouTube ja schon öfter erzählt. Und gleichzeitig so ein Vervollständigungsding habe ich auch. Also, ja, kann ich das nicht? Genau, das kann ich mal überspringen. Das haben wir ja schon gesehen. Meine Persönlichkeit widerspricht da irgendwie sich selbst. So, ja, jetzt müssen wir natürlich hier den Kram machen. Ja, ja. Das ist halt so ein bisschen das Nervige, wenn man wieder in die Level muss. Man muss halt alles wieder von vorne machen. So. Genau, hier hatten wir auch schon alles. So, und da drüben ist die Kiste, von der wir sprachen, genau. Da in der Mitte und daneben war so ein Powerpunkt, den wir irgendwie erst später benutzen konnten. Genau, so, das war der Teil hier. Wo wir jetzt hier ein wenig klettern mussten. Hoppala. Autsch. Gut, dass uns das nicht wehgetan hat, weil es halt unser Freund war, der uns da weggestupst hat. So. Na, wir kommen doch ganz gut voran. Autsch. Hey, hör auf zu fliegen, das ist nicht fair. So. Okay. Autsch. Ja, ich bin ein bisschen übermütig. Ja. Jetzt wird es langsam ein wenig eng. Mal gerade gucken, ob ich hier nochmal so ein Hühnchen finde. Ja. Zumindest grün hätte ich schon ganz gern. So. Einmal hier wegräumen. Damit wir hier den Platz auch haben, um zu spucken. Jawohl. Räumst du die zwei da eigentlich aus dem Weg? Das wäre ganz nice, dann muss ich das nicht machen. Ja. Jawohl. So muss es aussehen. Danke, dass... Jo, kein Problem, haben wir schon die Lampe. Besitze ich bereits. Spyro, drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen gestohlen. Bitte hol die Lampen zurück, bevor sie von der schattigen Oase weg... Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Genau. Das müssten wir schon gehabt haben, deswegen ist die Kugel über ihm auch ausgegraut gewesen. So. Was ich aber jetzt eigentlich machen will, ist einmal der hier, den hier. Zack. Dann sind wir nämlich da vollständig. So, dich nehme ich mal noch mit. Und dann du. Meine acht Brüder.
Kinder sind in Stein gefangen und werden versinken, wenn du sie nicht befreist. Mach Kopfstöße auf Steine, indem du springst und dann Aktionen drückst. Mir nach! Okay. Hoppala. Ne, doch, ich wollte das machen. Meine Acht. Mir okay. Okay. Na, der Effekt hält zum Glück recht lang. Naja, das sollte relativ einfach machbar sein. Ja. Danke für die Rettung. Ich habe nur dieses Dingsbums für dich. Aber wenigstens ist es kein Stein. Da hast du recht, ja, das stimmt. Zack, Zapperlot, da haben wir's doch. Jawohl, alle Kugeln gesammelt und jetzt bitte noch die 100%. 100% abgeschlossen. Sehr schön. Dann reisen wir von hier aus einfach mal in die zerbrochenen Hügel. Machen das heute mal ein bisschen schneller als sonst. Jetzt muss ich nämlich diesen doofen Professor da das dritte Mal durch diese großen Viecher durchschleusen. Das hätte ich gerne hinter mir, ehrlich gesagt. Und deswegen machen wir das jetzt, weil dann habe ich es relativ schnell hinter mir. Auch mal eine lustige Logik eigentlich. Man hat keine Lust, es zu machen, also macht man es sofort, damit man es nicht mehr machen muss. Und dadurch macht man es. Naja. Genau, hier sind wir schon ein paar Mal durchgelaufen. Ach so, ich muss die ja alle befreien hier, ne? Und weggedrückt kriege ich das hier nicht so richtig. Ne, da muss ich sagen, da bin ich dann tatsächlich auch ein bisschen ungeduldig. Sonst habe ich tatsächlich mit Geduld weniger ein Problem. Also davon habe ich eigentlich ein bisschen was. Aber wenn ich jetzt das dritte Mal hier drin bin... Dann, ja, nicht so sehr. So, da oben haben wir noch so mal einen Baum. Ich will aber den hier befreien. Jawohl. Hoppala. Ist hier nicht noch gerade irgendwas rumgehüpft? Ja, meine ich doch. Da haben wir den nächsten. Ja, ja, ist ja gut. So. Das sind die komischen Viecher da unten. Wie schön, frei zu sein. Ja, das glaube ich, dass das schön ist, wieder frei zu sein. So. Du gehst mal weg, du gehst weg. Dich haben wir schon befreit. Da stand doch noch da oben einer, oder? Jawohl. Das hätte ich gar nicht machen müssen, fällt mir gerade auf, oder? Ich meine, dann geht ja zwar der Tempel auf, aber ich will ja gar nicht in den Tempel, ich will ja hier unten hin. Naja, egal, haben wir es gemacht. Ich experimentiere mit einem. Ja, Herr Alchemist. Ich beschütze dich vor den Erdformern. Lass das sein. So, und jetzt drehst du hier wieder irgendwelche komischen Kreise, nicht wahr? Ja, aua, dankeschön. So, wo latschst du jetzt hin? Nicht hier, genau, das war ja das Gemeine. So, aber jetzt hammert, oder? Genau, geh mal schön da rein. Und jetzt haben wir wieder einen Grafikfehler, oder? Ah ne, Moment. Der Grafikfehler war jetzt nicht da, weil vorher hat der Stein direkt gefehlt. Sich schon besser an. Passt du bitte?
Ja, die Kugel habe ich jetzt schon das dritte Mal bekommen. Vielen Dank auch. Wenn du schon da bist, würdest du mir helfen, diese sturen Erdformer loszuwerden? Oh ja, bitte. Gut. Wenn ich einen Erdformer mit einem Pfeil treffe, machst du einen Kopfschuss, bevor er wieder hochkommt. Du weißt ja, erst springen und dann Aktion drücken. Okay. Es wird bestimmt witzig. Aua. Zack. Zack. Ist er jetzt hin hier? Jetzt, ich weiß nicht, wo er ist. Da hinten ist er. Ach ja, dann muss ich natürlich auch wieder von vorne anfangen. Dann sind natürlich alle Erdformer wieder da. Ergibt ja Sinn. Ja, ja, ist ja gut. Na gut, dann geben wir mal unser Bestes. Zack. Also er läuft da hinten rum, schätze ich. Zack. Hä, aber er war doch eben verschwunden. Naja, egal. So. Und du noch. Hä, was war denn das? Also irgendwas passt doch hier nicht, oder? Also, oder habe ich jetzt nicht aufgepasst? Weil da war doch niemand mehr. Ich habe ihn doch kaputt gemacht. Vor allen Dingen auch das hier, dass er die so weit wegschleudert. Das, erscheint mir alles irgendwie ein wenig kurios. Genau, jetzt machst du den da hinten. Und dann den, okay. Ah ja, den hast du von ganz weit hinten einfach abgeschossen. Uppala! Nein! Ach, herrje. Da bin ich drauf rumgeschlittert, statt das kaputt zu machen. Ach, Leute. Gut, wenn ich einen. Also, nochmal in Ruhe. Zack. Zack. Jawohl. Und du? Und du? Und du? Wir sind ein tolles Team. Hier, das wollte ich dem Alchemisten geben. Aber ich bin gerade sauer auf ihn. Okay, dann haben wir die Kugel. Aber wenn ich mich nicht irre, fehlen uns immer noch Edelsteine, oder? Tatsächlich, ja. Warum fehlen die uns? Gibt's hier noch mehr Dinge, die ich per Kopfstoß zerstören muss? Ich war so sicher, der Trank würde Stein in Gold verwandeln. Vielleicht fehlt nur Salz. Ja, vielleicht. So, was sagt Sparks? Da hinten, okay. Ja, weil ich habe jetzt, also wir waren jetzt schon öfter hier. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wo hier noch was sein soll. Dun, 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 dun. Ach ja, das funktioniert ja nicht. Das war ja das mit dem Turbo Power Sprint. Was jetzt natürlich übrigens zumindest im ersten Moment einfacher ist, weil hier ein paar weniger
Bösewichte rumstehen. Ich muss das eigentlich gar nicht machen, aber was soll's. La 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 la. Ja, okay. Nein, ich lasse es lieber sein. Das, Huppala, erscheint mir eher unsinnig. Okay. Da lang. Na gut. Nehme ich mal hier noch die Strecke. Ja, aber die Tür da muss ich ja nicht aufmachen, ne? Nee. Was ist da hinten? Ach, oh, guck mal, habt ihr das gesehen? Hier stehen einfach noch welche rum. Wow. Ja, gut. Ja. Wir haben alles. 100% der ersten beiden Heimatwelten geschafft. Können wir uns ja jetzt um 100% in der dritten bemühen, nicht wahr? Ah ja, so muss das laufen. So, ja, dann haben wir es erfolgreich geschafft, quasi die neue Heimatwelt nur ein wenig ein paar Schätze rauszurauben. Und werden beim nächsten Mal dann auch in die erste Welt gehen. Ich bedanke mich bis hierher fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!